Vor allem, wir haben hier ein Level namens New Donk City, also angelehnt an Mario Odyssey. Ein richtig, richtig cooles Level. Komm, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran. Boah, Bruder, Bruder! David, Alter, was kann ich für dich tun? Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Keine Ahnung. Kugelschreiber. Alter. Hey. Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Maker 2. Ja, im letzten Part habe ich einen sehr, sehr großen Fehler begangen. Ich hatte meine Warnweste nicht an und genau deswegen haben wir die schwierigen Level nicht geschafft. Aber bevor wir im heutigen Part beginnen, ich werde euch noch nicht erzählen, was wir machen werden, spielen wir natürlich traditionsgemäß ein Level von... Ey, Popcorn, ich liebe dich. Ich liebe dich für diese neuen Level. Okay, wir haben die Muik, Rätsel für Noobs, Tammy, Go, 007. Wow, James Bond ist auch noch vertreten. Klingt auch cool. Ey, bis wir seine Level durchspielen. I love my mom. Okay, da muss man sagen, das ist wirklich ein schönes Level. Also, das ist wirklich cool. Aber ich würde erstmal das Level spielen, die Muik. Abschlussrate von 76,19%. Naja, Popcorn, was hast du uns wieder hergezaubert? Musiklevel ist das. Also mit Musik. Also, ist ein Musiklevel. Warte, ich will den Weltrekord brechen. Ich will den Weltrekord brechen. Wow, hört ihr die Mucke? Habe ich den Rekord gebrochen? Ich glaube nicht, oder? Komme, was wolle, ich will den Weltrekord bei Popcorn brechen. Dann spielen wir das nochmal. Ein paar Sekunden später. Nein. Das ist doch ein Scherz. Ich kann den Weltrekord gar nicht brechen. Das ist schon das Schnellste, was geht. Naja, Popcorn, egal. Wir haben dieselbe Zeit wie der Weltrekordhalter. Alles easy. So, was habe ich heute mit euch vor? Ich möchte mir mit euch die besten Levelbauer vorstellen, die es hier momentan so gibt. Und da benutzen wir einfach die ganz normale Levelbauer-Rangliste. Wir haben hier Spieler und Levelbauer. Ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben erstmal bei Sammy Cat. Da habe ich mir schon ein bisschen was angeschaut. Und zwar bei den hochgeladenen Leveln. Erstmal New Donk City. Das sieht ja so cool aus. Oder auch Wriggler's Treehouse oder Rainbow Rise. Wir schauen uns mal alles an. Also in den nächsten Parts würde ich mir ganz gerne einfach mal die Mario Maker Welt anschauen, wenn man das so sagen kann. Es muss ja nicht immer schwer sein. Es gibt ja auch wunderschöne Level einfach in diesem Game. Und ich finde, die sollte man genauso zelebrieren wie schwere Level. Vor allem, wir haben hier ein Level namens New Donk City, also angelehnt an Mario Odyssey. Und allein diese Idee ist doch schon mega cool. Wir haben hier auch eine recht hohe... Oh, hört ihr die Mucke? Mega cool. Wir haben auch eine recht hohe Abschlussrate. Wir sind hier anscheinend im ersten Gebäude, kann das sein? So, einmal aufpassen, dass wir hier nicht abkratzen. Sehr schön, dann sind wir schon oben am Gebäude angekommen. Wir versuchen mal alles... Ja, wir sind jetzt oben auf einem Hochhaus, würde ich einfach mal so schätzen. Ich weiß nicht, ob die 50er Münze einen Mond repräsentieren soll oder ob das zu weit geschätzt ist, aber wow, ist auch mega cool. Wow, also das Level macht wirklich Wunder... Also richtig gute Stimmung, okay? Ich glaube, hier oben müssen wir ganz normal weiter. Und wir sind auf jeden Fall im nächsten Hochhaus, oder? Im Prinzip sind wir die ganze Zeit auf einer 2D-Passage. Wenn man das... Oh, wir müssen ganz schnell hier hoch. Wenn man das eigentlich so... So sieht. So, nochmal hoch. Ich möchte ungern irgendwie Leben verlieren. Aber wer möchte das schon im Super Mario... Was? Voll cool. Also was genau das jetzt darstellen sollte, kann ich nicht sagen. Aber New Donk City, Freunde. In New Donk City gab es ja im Prinzip so einen Musikraum, wo dann das Mario Odyssey-Lied, was jeder kennt, gespielt wurde. Ich glaube, eventuell hat das... Wo das da repräsentiert? Oh, wir müssen anscheinend runter. Da wären wir sogar in den Abgrund gestürzt. Also eine minimale Schwierigkeit ist sogar da. So, die nächste Mittelflagge. Holy moly. So, die Münze würde ich ganz gerne einfach mitnehmen aus Ego-Gründen. Damit wir alles in diesem Game rausbekommen. Nochmal ein wunderschöner Up. Eine Ranke geht nach oben, wieder aufs Hochhaus. Das Trampolin müssen wir uns ganz normal nehmen. Das wären die Impossible Jumps, die ganzen Mario Odyssey Wow, Challenges. Den Schuh kann man sich mal mitnehmen, wenn man... Was? Hallo? Goomba. Ja, okay, jetzt mussten wir uns extra einen neuen Yeezy Boost holen. Alles klar, die nächsten Abteile hier. Ah, wir müssen den Romp jedes Mal triggern. Und wow, jetzt haben wir umsonst unsere Feuerblume verloren. Naja, was willst du machen? Es ist ja noch kein Profi in diesem Spiel vom Himmel gefallen und wow. Also das hat wirklich so eine schöne Atmosphäre, das Level. Die Idee ist auch richtig cool und ich erwähne es immer wieder.
Mario Maker 2, die Community ist einfach so geil, allein mit den ganzen Ideen her. Kann man sagen, was man will, ist einfach ultra geil, dieses Spiel. Und man sieht sich auch niemals satt, weil es so eine Vielfalt an Leveln gibt. Wundergeiles Level, Freunde. Wundergeiles Level. Da kann man auf jeden Fall ein Herz da lassen. So, hat der Asiate irgendetwas, was wir mitnehmen können? Speedrun, 20 Sekunden, eine Abschlussrate von 10%. Können wir uns mal anschauen von einem der besten Levelerbauer der Welt zurzeit. Also der Asiate ist zumindest auf Platz 2. Oh mein Gott! Hier war ich... Ich bin wieder eine Reizüberflutung, Freunde, Reizüberflutung. Boah, wenn wir das First Try schaffen, dann sind wir aber wirklich krass. Bitte, ich will einmal First Try sowas schaffen. 10% Abschlussrate First Try? Was will man gegen mich anrichten? Ich habe Mario Maker erfunden. Ich habe es neu erfunden. Ja, cool. Leider kein Weltrekord, aber tolles Level. Wirklich tolles Level. Mario Kart Auto 2, 13 Sekunden. Okay, schauen wir auch mal ganz kurz rein. Das Level klingt auf jeden Fall interessant. Und solche Parts sind einfach immer perfekt, um, wie gesagt, schöne Level zu sehen. Wir haben in den letzten Parts einmal uns die neuesten Level angeschaut. Waren nicht die schönsten Level dabei. Müssen wir einfach nur nach rechts laufen? Nein. Das ist wohl falsch. Ich check gar nicht, was ich machen muss. Ich fahre einfach gerade nach rechts und es ist richtig. Es ist richtig. Wir müssen einfach nach rechts fahren. Reizüberflutung, Reizüberflutung. Und 3,50er Münzen sind am Ende nochmal da. Wow. Was ist denn, wenn wir auf die einzelnen Spieler draufgehen? Warum sind das denn keine Levelerbauer? Super Mario Bros. DX vs. Boo. Naja, wir wollen uns erstmal die Levelerbauer anschauen. Hier gibt es den ersten Deutschen. Helge fahren, da schauen wir doch gerne mal vor. Dieses Gesicht. Ja, mies sind schon was Lustiges. Ah, okay. Was? Der hat nur 2 Level? This digital calculator adds or subtracts 2 numbers. But how does it work? Ob wir das herausfinden werden? Meistens bin ich bei solchen Leveln eher, ich will nicht sagen, nicht so durchblickend, aber normalerweise bin ich nicht so durchblickend bei diesem Level. Warte mal, was steht da? Was steht da? Select 2 numbers between. Achso, wähle 2 Nummern zwischen. Warte mal. Ah, ich habe die erste zwischen 0 und 9. Okay, Freunde, wir nehmen eine Zahl zwischen 0 und 9. Wir nehmen mal die 7. Wir nehmen einfach mal die 7. Was passiert jetzt? Wir fassen zusammen, wir haben die 7. Was? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir müssen weiterhin durch die 7. Hä? Oh, haben wir jetzt verloren, weil wir unseren Helm verloren haben? Bekommen wir keinen neuen? Okay, das kriegen wir hin, das Spiel. Unseren Helm verlieren wir wieder, macht ja nichts. So, decide. Ach, entscheide. Okay, wir müssen entscheiden zwischen dem oberen und dem unteren Weg. Nehmen wir jetzt die rote Pille oder die blaue Pille? Ich nehme die blaue. War das jetzt richtig? Go in and don't move. Okay, go in and don't move. Alles klar, wir dürfen uns jetzt nicht bewegen. Wow, das ist ja ein Augenschmaus, dieses Level. Wir müssen wieder drauf achten. Wir dürfen uns ja nicht bewegen. Dann machen wir das Ganze auch. Ist das richtig, was wir gerade hier tun? Wobei, da kommt eine riesige Plattform runter. Die Plattform nimmt uns jetzt safe mit, oder? Ich bin immer, ich will nicht sagen misstrauisch bei diesen Leveln, aber ich bin ein bisschen misstrauisch. Aber es klappt ja. Wow, das erinnert mich an meinen letzten Heidepark-Besuch. Genauso cool. Mindestens genau. Was? Ich fühle mich so ein bisschen wie im Sportunterricht bei Völkerball, wenn man so von 1000 Seiten attackiert wird, aber trotzdem nicht getroffen wird. Okay, genau solche Level habe ich immer gesucht. Automatik-Level. Automatik-Level sind einfach so geil. Ich meine, schaut euch einfach an, wie cool das läuft. Vor allem, wie viele Gedanken muss man sich als Levelerbauer bei so einem Level machen? Wie viel muss man da... Boah, ey. Also wirklich, das muss ja eine Arbeit von Stunden tatsächlich sein. Wir sind einfach so ein Kuscheltier in so einem Greifarm auf dem nächsten Rummel. Also ich glaube, jetzt müssen wir uns wieder bewegen, bevor wir lieber sterben. Okay, wir bewegen uns. Ja, wir haben 7. Ich habe jetzt aber nicht geschnallt, wie das mit dem Taschenrechner funktionieren soll. Habt ihr es geschnallt? Oh, Momo, lange nichts mehr von dir gehört. Was hast du denn für ein Level hochgeladen? Pokémon Speedrun. 10 Sekunden? Okay, wenn es ein Pokémon-Speedrun ist, dann tun wir uns das Ganze mal an. Denn ihr müsst wissen, ich bin ja der Pokémon-Experte. Das weiß man ja aus meinem Pokémon-Projekt.
Auf geht's. Ich hab schon... Okay. Ich hab's geschnallt. Wow. Ich glaube, jetzt am Ende habe ich verkackt. Ja, jetzt hab ich's. Ja. Oh, Baby. Da haben wir es geschafft. 10 Sekunden, glaube ich, genau. Oder vielleicht 9, irgendwas Sekunden. Aber der Speedrun, der war schon knackiger. Aber knackiger. Ja, okay. Eine halbe Sekunde waren wir leider langsamer als der Weltrekordhalter. Was willst du machen? The deeper you go, the more sanity you lose. Oh, descent into madness. Klingt mysteriös. Und grausam. Okay, rein geht's. Sean T. Na dann will ich auch was... Ah, die Giftpilze. Wir sehen zum allerersten Mal einen Giftpilz. Habe ich ja noch gar nicht gesehen in diesem... Oh, das war gewollt. Oh, wir müssen... Oh, ich verstehe. Man muss aufpassen, dass einen die Giftpilze nicht bekommen, oder? Oh. Was? Boah, was? Okay, jetzt müssen wir warten, bis der P-Switch zu Ende ist. So, jetzt geht's mit der Aua. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich hoffe, dass... Ah, nein! Was? Ach so, man konnte das gar nicht schaffen? Ich dachte echt, wir wären tot. Aber je tiefer wir... Je tiefer was? Gibt es jetzt mehrere Wege oder was genau ist der richtige Weg? Wollen wir da mal in die Tür hineingehen? Okay, wir sind nicht in die Tür hineingegangen. Dann gehen wir einfach mal in die rote Tür hinein. Ah, okay, das war richtig. So, jetzt können wir hier unten lang. Das ist nämlich der Trick hinter diesem Level. Beziehungsweise sind dann den On-Off-Switch. Was? Müssen wir da unten lang? Wir gehen einfach mal durch die Röhre. Es gibt ja wieder mehrere Wege, die wir hier nehmen könnten. Ah, ich check es. Ich check's doch nicht. Ach, war das eine Falle da unten? Oder gab es da auch noch einen Weg, wo man rein konnte? Ist das gar nicht das Ende? Das ist ja gar nicht das Ende. Das ist ja zum ersten Mal. Das ist ja ein Fake-Ende. Wow. Das überrascht mich schon. Ey, das ist ja so ein cooles Level. Wir müssen immer tiefer, ne? Da kann man auch nicht durch die Röhre. Ein Ab können wir uns auch noch abholen. Ich glaube, das ist die auserwählte Röhre. Boah, da kamen schon ganz viele Buhus an. Ein Häuschen. Im Prinzip... Widerfährt uns gerade ein Psychotrip hier, kann das sein? Wir haben das Level. Ein richtig, richtig cooles Level. Da muss ich sagen, Herz auf jeden Fall verdient. Freunde, ich hoffe, euch haben die Level in dem heutigen Part auf jeden Fall auch gefallen. Ich muss sagen, das Level am Ende war mein Favorite Level. Was war dein Favorite Level? Schreib's gerne unten in die Kommentare hinein. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, falls du neu bist, Glocke aktivieren. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.